Ja, lass uns einfach rausgehen. So, BTW, ich nehme übrigens auf, wenn es allen recht ist. Wenn nicht, dann mögen sie jetzt schreien oder für immer schweigen. Halt, falsche Richtung. Da geht's lang, sorry. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Wo sind wir denn hingegangen? Von wo kommen wir denn? Wir kommen von links. Ah, okay. Von hier. Ja gut, wir sind zu früh abgebogen. Siehst du, da können wir das noch gar nicht finden. Gut, Crowby. Ja? Du gibst immer wieder, wenn du bei einem Haus oder sowas vorbeikommst, gibst du wieder Stand der Dinge, okay? Okay. Mindestens. Orientier dich mal an ganz großen Gebäuden, an den größten im Dorf. Das hilft uns am meisten. Oder an Landzungen. Ja, wenn links eine Landzunge auftaucht, dann bist du relativ in unserer Nähe. Da vorne kommt Spieler, Markus. Ja, komm. Der hat nichts. Nimm wenigstens mal die Axt in der Hand. Der hat nichts, der hat noch nicht mal eine Waffe in der Hand. Wo ist dieser scheiß Brunnen geblieben? Ich finde den Brunnen nicht mehr. Der hat gar nichts. Der hat nicht mal einen Rucksack. Ja, sag ich doch, der hat nichts. Du kannst mit Rechtsklick übrigens auch zoomen, ne? Nee, echt? Erzähl. Ja, hab ich doch gerade. Oh. Immer diese Screenlags. So, warte jetzt nochmal. Wir müssen auf der rechten Seite, das ist bei dem Haus. Ich finde diesen scheiß Wasserhahn nicht. Das kann doch nicht sein. Da ist er, ich hab ihn. Geht doch. Wo bist du denn, Kollege? Ich komm. Hier. Da hinter dem Haus. Ja, okay. Da ist der Wasserhahn. Flaschen auffüllen. Ich gebe Deckung. Okay. Und trinken. Achtest du mal auf den Typ, der auf der Straße lang läuft? Der kann uns nichts tun. Nicht mal, wenn er uns anguckt. Danny, du darfst natürlich auch so reden, ne? Ist klar. Nö. No. Gut, und wir, sobald wir jetzt dann unser Zeugs haben, kommen wir dir auch entgegen. Oh, sorry, ich muss was trinken, ich verdurste sonst. Gut, wie funktioniert das Spiel? Das Spiel funktioniert so, dass du Häuser ausräumen musst und da Sachen zusammentragen musst. Alles klar soweit? Okay. Beziehungsweise, der Ace und ich können dir auch ein bisschen was geben, der Ton und ich. Aber wir haben halt keine Rucksäcke, das heißt, keinen Rucksack für dich, das heißt... Das wäre nicht ganz verkehrt. Weißt du soweit die Steuerung? Kommst du mit der Steuerung klar? Ja. Weißt du, wie da du... Läuft einer auf mich zu? Einfach geradeaus weiterlaufen. Du bist uninteressant. Ja. Du bist uninteressant. Ja, nee, du hast ja noch nichts, ne? Ja, der hat auch nichts. Ja, das... Leute, ist wahrscheinlich der, der gerade bei uns entlang gelaufen ist. Warte, lass mal gucken. Kann sein. Daniel und Daniel 2 sind immer noch auf dem Server. Die zwei Figuren von vorhin. Ne, nur noch Daniel 2. Okay. Ace, denk dran, dass du beide Flaschen auffüllst, ne? Ich habe ja nur einen. Achso, aber ich habe zwei. So. Soll ich denn hin? Ja, wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Wie... Nee. Du musst... Nein, nicht trinken, dummes Kind. Nicht du. Clownskind. Oh. Wieso was? Geht denn das nicht mehr mit Flasche auffüllen? Ist das eine verkehrte Flasche hier oder was? Nee, du musst runterscrollen erst. Also zu dir her scrollen. Was muss ich? Zu dir her scrollen mit dem Mausrad, dann kommst du von trinken auf Dings. Kompass. Ach, das ist neu, ne? Nee, das ist schon immer so. Ah. Full Bottle. Jawohl. Das war letztes Mal aber nicht so. Voll in Beton gepumpt. Getunkt. 100%, jawohl. Yes, wundertoll. Gut, dann laufen wir Danny mal entgegen. Oh. Was los? Keine Ahnung. Wenn dir ein Zombie entgegenkommt, dann einfach geradeaus weiterlaufen, der tut ja nichts. Also beziehungsweise er läuft dir hinterher, lässt dann aber ab, okay? Ja. Ah, komm. Ace, gucken wir noch kurz unten in die Schiffshalle rein und dann gehen wir zum... Ja, da. Dann laufen wir am Crowbin gegen. Und dann haben wir hier... Aber hier gibt es wahrscheinlich sowieso nichts mehr. Nee, ist alles schon ausgeräumt. Ja. Ja, und Wertvolles für uns gibt es hier sowieso nicht mehr.
Magazin habe ich schon mal gefunden, aber das ist selten. Danny, sag mal Bescheid, wo bist du gerade? Was siehst du? Oh, Straße. Schienen. Pass auf. Gerade im schwarzen Bildschirm. Was los? Ohnmächtig. Wie? Hast du geblutet oder was? Ja. Sag das doch gleich. Dann wirst du jetzt neu, dann steigst du jetzt neu ein. Ja, mach Neustart am dümmsten. Nee, Neustart ist bei mir nichts passiert letztes Mal. Geh am besten schließen und dann lock dich neu ein. Und dann müsstest du wieder stehen. Wenn bei dir dann alles grau ist, dann stellst du einfach vor einen Zombie und lässt dich kalt machen. Verdammt, ist auch behindert jetzt. Ja, jetzt stehe ich wieder. Lauf! Sag mal, was siehst du denn jetzt gerade? Eine Straße. Ein okay. Paar Bäume. Ja, wenn er hier halbtot ankommt, bringt uns das auch nicht viel. Nee, dann sind wir zu dritt halbtot. Zu zweit. Mark, Observer, wir können ja gerne nochmal ein bisschen Blut abzapfen. Nein, das lassen wir bitte. So das lassen wir bitte. Das hat ja das letzte Mal so unglaublich gut funktioniert. Ja. Aber er hat dran gedacht, mich richtig zu nennen. Nee, ich schneide das Fall nicht raus, ne? Ist also. Seit neuestem kannst du mich auch beim echten Namen nennen, das ist mir inzwischen scheißegal. Kann oh! Jetzt. Hä? Was? Ja, jetzt habe ich mich schon wieder umgewöhnt. Ja, ist gut, dann lass das. Dann. I feel hungry. Danny, sag mal, siehst du auf der linken Seite eine Landzunge ins Meer reingehen? Ja! Geil! Lauf weiter! Lauf weiter! Weiter der Straße entlang, oder wie? Ja, immer die Straße entlang. Okay. Ey, meinst du nicht ernsthaft, dass er hier in der Nähe ist, oder was? Er ist noch eine Siedlung von uns entfernt. Ach echt? Ja. Woher weißt du das denn? Naja, weil wir hier an der Landzunge vorhin auch vorbeigerannt sind. Ja, aber es gibt viele, wie du weißt. Da, wo man einsteigt, wenn man ja, hallo. Hallo, ich geb dir die Hand, hallo. High five! Warte. Nicht doppelseitig. Warte, war die falsche Knopf. Warte, die falsche Knopf. Hier so. Was? Hä? Party, er tanzt. Er guckst du. Ah. Dann guckst du. So, High Five. So. Ha! So, wenn du weißt, wenn du siehst von Weitem, wie zwei Deppen sich die Hand geben, so, dann weißt du, wir sind das. Was ist denn los, Danny? Kroby. Ich bin hier gerade bei einer kleinen Siedlung angekommen. Auf der linken Seite, ne? Im Wald. Ja. Ja, wunderbar. Also im Wald. Cool. Ist wahrscheinlich 100% leer. Lauf weiter, du bist bald bei uns. Ich muss kurz was essen, sonst verhungere ich, ey. Mach das. Hast du selber noch was, oder? Ich hab noch Kellogg's, ja. Kellogg's Frosties. Yes. 52C. You've eaten some crunchy chips cereals. Oh, warte, ich habe ja noch ganz viel in der gelben Box da. Aber da komme ich nicht ran, weil ich keinen Dosenöffner habe. Gib her die Dose, ich mach sie auf. Blum, blum. Oh ja, ich reite dich. Ah, schleck mal. Hey! Das ist uns behindert ausgucken. Ich halte mal die andere Richtung frei, okay? Einfach mal mit dem Maschinengewehr in der Hand hinsetzen, so rein aus Prinzip. Schreckt ab. Da ist sogar Schuss drin. Nein, ist nicht. Hörst du es klacken? Ja. Also plötzlich BAM Headshot. Na, geile Waffe, ne? Ja, das ist eine sehr geile Waffe. Noch geiler wäre sie mit Muni. Schon. Du willst aber schon die andere Seite freihalten dann, oder? Ja. Kann ich tun. Ich muss voll kriminell ausgucken, wie wir da sitzen. Meinst du echt, der kommt da gleich? Ich hab da so meine Zweifel. Danny, wie schaut's denn bei dir aus? Also da kommt einer! Da kommt einer! Sehe in der Ferne eine Siedlung. Das bist du! Ich steh auf und heb die Hand, warte!
Siehst du da jemanden aufstehen und Hand halten? Drück mal Rechtsklick, ganz lang. Nö. Aber du siehst zwei Figuren in der Ferne stehen. Noch nicht, nein. Okay, das ist er. Ja. Doch, da hinten stehen zwei. Ja, das sind wir. Warte, ich heb mir die Hand. So, hallo. So, siehst du die Hand gehoben? Hallo? Ist ein bisschen unscharf. Unscharf ist es. Ja. Oh. Weißt du, noch keine Grafikkarte und so. Nee, ist es grau auch zufällig das Bild? Nö. Andere. Es ist. Ja komm her, das sind wir. Komm. Ups, falsche Taste. Gut, drück mal auf Tabulator. Und ja. Sag mal, was bei dir los ist. Hast du Hunger, Durst oder was? Durst und ich blute. Aha. Der sieht fast aus wie der neue James Bond. So, nicht bewegen, ich verbinde dich mal eben. Wo blutet er denn? Ich sehe nichts. Das macht mir Angst. Drück jetzt nochmal auf Dings. Blutest du jetzt immer noch? Nee, ne? Nein. Wundertoll. Gut, dann brauchst du jetzt halt unbedingt was zu trinken. 4, 5. Vorne ist ein Brunnen. So, du bekommst jetzt was zu trinken. Du hast was getrunken. Komm mit. Drück mir jetzt nochmal Tabulator und sag mal an, was bei dir los ist. Du kannst aber während weiterlaufen. Immer noch durstig. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Brunnen hin. Das ist alles unscharf bei dir, sagst du. Ein bisschen. Ja, das heißt, du hast extrem viel Blut verloren. Kann gut sein. Verdammt. Okay, wie machen wir das am dümmsten? Gut, Ace, du weißt noch, wo wir hin müssen, ne? Wo da links ist. Gut. Dann, Crowby, lauf mal rechts lang, jetzt hat ein Ace hinterher. Mit V kannst du über den Zaun drüber steigen. What the fuck? Back! Bist du da? Ja. Ah. Stuntscreen. So, guten Tag. Hopf. Ja, irgendwo jetzt wird er ja jetzt kommen. Bist du da, Crowby? Wo bist du? Ich hänge. Einfach laufen und dann direkt V drücken. Vorm Zaun noch. Ja. Bisschen vorm Zaun noch V drücken. Und dann kannst du einfach drüber hüpfen. So ganz elegant. Also über manche kriegt er echt total langsam. Ja, so wie. Hopp. So, da drin ist der Brunnen, okay. Wo ist er denn? Da kommt er. Yes, Sir, das war ein guter Sprung. Trinken Sie. Da gehst du da dran, drückst aufs Mausrad und dann kommt der Drink Water. Ja, und dann machst du das ein paar Mal. Und dann müsste dein Trinkbedarf langsam verschwinden. Yay. Mach das auch ruhig ein bisschen zu viel, dann geht vielleicht dein Blutentzug wieder weg. Und dann gehe ich direkt mal da rein. Da liegt ein Holz da. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Komm mal direkt rein hier, Crowby. Oh, Medikit, wie geil ist das denn? Crowby, bist du drin? Ja, komm rein. Guck mal, da auf dem Tresen, da liegt ein Holster drauf. Da gehst du jetzt halt hin, drückst auf den Tabulator und ziehst einfach den Holster auf deinen Körper drauf. Dann setzt du den an, dann kannst du da jetzt eine Waffe reinziehen ab sofort. Weißt du was, Markus? Was? Oh, ich habe eine Idee. Mit dem Medikit hier, ich meine, wir haben ja sowieso eins, aber wir können doch einen Spieler so bedrohen, dass wir ihm Blut abzapfen und... Wir haben keine Handschellen, wir haben kein Klebeband, wir haben nichts. Ja, wir brauchen ihn doch nicht extra zu fesseln. Wir gehen einfach zu denen hin und zapfen ihm was ab. Wir bedrohen ihn mit Waffen und sagen, er soll sich nicht bewegen und dann zapfen wir ihm was ab. Ja, und dann legst du den Crowby wieder auf die Nase. Ich pack das einfach mal ein. Ich habe ja noch ein bisschen Platz gehabt. So, weg ist es. Du kannst ihm doch deine Pistole geben, wofür du eh keine Munition hast. Okay,
Da hinten liegt noch was. Was ist das hier? Bandagen sind es. Krobby, komm mal her, hier in die Ecke. Lass das mal den Krobby nehmen. Guck mal. Mach mal auf Tabulator, nimm die Bandagen und tu die in deine Hosentaschen rein.